Was los YouTube? Ihr seid bei Ego Boost und heute gibt es genau das gibt's heute. Lange haben wir gewartet. Heute ist der 24.08.2016. Wir werden heute die besten Helden in und um Dragon Soul herum quasi uns ansehen. Demnach, liebe Menschen. Genau. Wir werden uns jeden Helden einzeln ansehen, schauen, wer gestiegen ist, warum er gestiegen ist, ob er überhaupt gestiegen ist, ob er gefallen ist und warum er gefallen ist natürlich. Und am Ende gibt es nochmal eine Übersicht in der Liste quasi gesamtheitlich. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen was verändert. Ich werde heute sogar, schaut mal, ich habe voll was Schönes. Ich habe sogar Bilder. Ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Normalerweise wollte ich mehrere Videos raushauen. Ich habe mir allerdings die Mühe gemacht, auch mal ein bisschen grafisch tätig zu werden und habe mich ein bisschen mit dem unglaublich professionellen Programm Paint auseinandergesetzt. Mit was anderes, also ich habe mit nichts anderem Erfahrung und selbst das fällt mir teilweise schwer. Übrigens, Frappé, kalter Kaffee. Bombastisch. Genau. Und genau da wird es jetzt mehr oder weniger auch anfangen. Wir sind in Tier 3. Okay. Wir haben immer noch die drei Tiers. Tier 3 ist das Tier, wo man sagt, es gibt entweder für jede Situation bessere Varianten oder der Held ist unglaublich also auf situationsbezogen. Und da werden wir jetzt anfangen, wie wir es auch beim letzten Mal gemacht haben. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal durchgehen, okay? Wir sind beim achtsamen Zentauren. Der achtsame Zentaure, soweit ich mich erinnern kann, war auf Tier 2. Das Problem mit dem achtsamen Zentauren und Tier 2 ist eigentlich ganz einfach. Seitdem jetzt Rotbart, Goblin-Trio etc., also diese diversen Champs rausgekommen sind, die allesamt AD sind, inklusive der legendären Fähigkeiten, einige Champions, die vorher schon da waren, Elfenkönigin, Medusa, Hydra etc., hat der achtsame Zentaure überhaupt keine Bewandtnis mehr in diesem Spiel. Sogar durch seinen Support-Buff gibt es reine Supporter, die viel Besseres machen. Wenn man beides verbindet, hat man meistens keinen Platz mehr für die massiven Damage-Dealer. Deswegen im PvE gibt es bessere Varianten. Im Endeffekt gibt es leider keinen Platz mehr, wo der achtsame Zentaure überhaupt noch hin könnte. Ja, demnach Tier 3, und ich denke, das wird sich erstmal nicht verändern. Denn, falls ihr mitbekommen habt, die Meta, zumindest denkt dran, das ist auf Server 4 bezogen. Jeder, der auf Server 1, 2, 3 ist, wird sich wahrscheinlich mein Gelaber nicht anhören, weil er Hilfe braucht mit dem Spiel, weil er natürlich vorher angefangen hat als ich. Ja? Und wenn er sich damit beschäftigt hat, zumindest ein wenig, dann dürfte er ungefähr auf demselben Wissensstand sein. Wenn nicht halt drüber, ja. Diese Tierliste basiert auf Leute, die sich das Ganze ansehen und Server 4 sind, beziehungsweise alles, was danach kommt, bis Server 8 oder 9 sind es, glaube ich, jetzt momentan, gell? Deswegen, das sollte euch bitte bewusst sein. Das, was ich jetzt sage, gilt für Server 4 und wird in kürzester Zeit zu Server 3 kommen und dann immer periodisch etwas länger andauernd bis zum letzten Server halt, ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und momentan im Server 4 ist die Meta so, wir haben die legendären Fähigkeiten bekommen und die ganze Meta ist sehr, sehr schnelllebig geworden. Sehr, sehr AD-lastig und sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, die Kämpfe, am Anfang fallen die ersten und dann kann es höchstens mal passieren, dass ein oder zwei am Ende stehen und die müssen dann relativ sustainy sein. Ansonsten gehen die Kämpfe sehr, sehr schnell vorbei. Deswegen sind auch einige Champions in der Meta eindeutig gefallen. Und unter anderem gehört auch der Zentaure dazu, aber nicht, weil er nicht schnell, weil er kein Quick-Character ist, sondern eher, weil es einfach bessere Support- und Damage-Möglichkeiten gibt und man das Ganze momentan eigentlich eher trennt, um den vollen Support zu bekommen und vollen Damage. Ja? Bis auf den Meister, auf die Meisterdiebin, das ist ein bisschen was anderes. Also, achtsamer Zentaure leider gefallen von 3 auf 2. Wir haben den Aquaman. Aquaman war auch Tier 2. Warum war Aquaman Tier 2? Ja, Aquaman war Tier 2, weil er seine Bewandtnis hatte im PvE. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen auf Server 4. Wenn ihr benutzt den Aquaman für PvE
nur noch unter einer einzigen Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, dass es halt, dass ihr keine anderen Champions habt und ihr damit PvE machen müsst. Ansonsten sind die stärksten Champions momentan eher AD. Es gibt sehr, sehr wenig Champs. Man könnte sich immer noch eine Bursty-Combo quasi zusammenbasteln, ja, zwischen, was weiß ich, Labila Lehrling, Mondrachling, dann vielleicht ein Yeti oder ein Frostriese oder was auch immer, ja. Das Problem ist, es reicht absolut nicht aus. Ihr müsstet damit das komplette Gegnerteam instant bursten, ansonsten seid ihr nach Use eurer ersten Abilities einfach down. Es ist AD-Meta bei uns und AP ist sehr, sehr weit nach unten gefallen. Ja? Ihr könnt meistens die Ultis gar nicht aufbauen, bevor ihr nicht schon down seid. Genau, deswegen Aquaman, PvE, komplett AD, mit AD viel, viel leichter zu machen jetzt. Kannst du nirgendwo einsetzen. Es gibt immer bessere Alternativen. Besonders im PvP. Nee. Für seine ersten zwei Skills dafür lohnt sich's nicht. Aquaman leider abgefallen von Tier 2 auf Tier 3. Dufter Druide. Genau dasselbe. Exakt dasselbe. Ich sag's euch so, wie es ist. Der Dufte Druide hat das Problem, er kann zwar noch ein bisschen heilen und was auch immer, er hat ein bisschen CC, aber darum geht's überhaupt nicht. Wir sind momentan, die Mischcharaktere sind allesamt etwas gefallen. Der einzige Mischcharakter, also die einzigen zwei Mischcharaktere, die noch einigermaßen relevant sind, sind Unicorgi und Skelettkönig. Der Rest ist eigentlich, soweit ich könnte mich gern korrigieren, aber der Rest ist relativ abgefallen, weil die einzelnen Skills zwar relativ stark sind, sie aber die Meta momentan so geht, dass wir Spezialisten brauchen, ja. Wir haben Debuffer, ja, dann haben wir Supporter, wir haben Damage-Dealer, wir haben, ne, und halt auch nur spezielle Champions, das werdet ihr im Nachhinein sehen. Der Heal, gut, wenn ich einen Heal brauche, dann nehme ich mir halt den Orc-Mönch mit, oder ich nehme den Glaubensheiler, ja, insbesondere zum Beispiel für Gildenkriege, der jetzt ja auch nach Welle zum Beispiel nochmal extra heilt. Nur so. Der Heal vom Duftendruiden reicht leider nicht aus und genauso wenig sein Schaden. Demnach keine, und zwar absolut keine Bewandtnis, und zwar nahezu nirgendwo. Außer, ne, und das ist immer die Ausnahme, wenn ihr natürlich nur den Druiden als Heiler habt, was nicht möglich sein wird, weil ihr natürlich den Glaubensheiler bekommt. Druide, nee, PvP genauso, kannst du volle Kanne vergessen. Ne? Tier 3, leider gefallen von Tier 2. Dunkler Dracul, eine absolute Schande. Ich habe dieses arme Ding sogar auf Legendary Quest gebracht. Das Problem am dunklen Dracul ist dasselbe wie bei den anderen AP-Lern. Ja, er macht zwar Damage over Time und er findet eventuell, also ich meine, am Anfang habe ich gedacht, vielleicht kann man ganz nette Kombos machen, gell? Die Hydra, die den Damage over Time Schaden irgendwie erhöht und was nicht alles. Das Problem ist ganz einfach, dass durch die Schnelllebigkeit der neuen PvP-Meta er absolut nicht dazu kommt, seinen Schaden vernünftig entfalten zu können. Dafür dauert das Ganze einfach nicht lange genug. Und auch wenn es so lange dauern würde, ja, entweder stirbt er oder am Ende ist er der Letzte und als Single, du müsstest ihn ganz weit nach hinten stellen oder er hätte Glück zu überleben, aber im Endeffekt würde er wahrscheinlich gegen eine Elfenkönigin stehen oder gegen einen Barbaren oder gegen was auch immer, was ihn eindeutig fetzen würde, da er im 1-on-1 oder 2v2 absolut schwach ist. Ja? Es reicht einfach nicht mehr aus und es bricht mir das Herz, aber ich muss sagen, bis auf die Bossgruben, wo wir Damage over Time brauchen und das rechtfertigt nicht, ihn in Tier 2 zu bringen alleine, denn auch im PvE tausendfach bessere Möglichkeiten. Das rechtfertigt nicht, ihn damit reinzunehmen in Tier 2. Deswegen Tier 3. Momentan ist der dunkle Dracul leider mehr oder weniger nahezu nutzlos. Okay, kommen wir zum nächsten. Auch Tier 3 runtergerutscht. Yeti aus bekannten Gründen. AP-Metern leider nein. AD-Meter ja. Demnach, der Yeti gibt für mich keine Möglichkeit, da eine Rechtfertigung rauszuhauen, warum er Tier 2 oder Tier 1 sein sollte. Er ist momentan quasi einfach unbenutzt. Trotz ultimativer Fähigkeit, sprich legendärer Fähigkeit. Dasselbe beim Drachen. Er braucht zu lange, um seine Ulti aufzubauen. Hält nichts aus. Ist für mich absolut einer der schlechtesten Charaktere momentan im Game. Rollerkrieger. Eigentlich ein interessanter Tank für PvE, aber
Alles, was er kann, können andere viel, viel besser. Es ist ungefähr so ähnlich wie beim Stabmeister, nur dass der Stabmeister noch wenigstens in der Bossgrube Verwendung hat. Rollerkrieger, da sehe ich absolut nichts. Deswegen habe ich mir auch nie gefarmt oder ähnliches, weil du siehst ihn nirgendwo und im PvE gibt es genug Möglichkeiten. Ne? Rollerkrieger leider Tier 3. Schattenassassine wie beim letzten Mal, trotz ultimativer Fähigkeit, für mich absolut wahrscheinlich mit der schlechteste ADler, mit der Zwergenbogenschützin und deswegen für mich auf jeden Fall Tier 3. Es gibt momentan viel, viel bessere Alternativen, das werdet ihr später sehen. Stabmeister, Bossgrube, einmal dort, wo ihr Venusia quasi die Klippe runterschieben müsst, da ist er Pflicht. Ansonsten ist er absolut nutzlos. Sage ich euch so, wie es ist. Dann haben wir Sturmdrachling. Sturmdrachling, dasselbe wie bei allen anderen auch. Sturmdrachling hat ein bisschen Rückstoß, was bei und ist natürlich ein Drache, das heißt beim PvE-Content, aber ab einem gewissen Punkt, ihr müsstet eh keine Probleme damit haben, mehr damit haben. Demnach Sturmdrachling, der Burst ist zu low und die AP-Meter ist im Keller, das heißt, egal wo, absolut nutzlos. Ja. Leider, leider auch die wilde Satyrin. Hat eine schöne Ulti, so ein bisschen schnappdrachenmäßig, ist aber alles nicht Fleisch, nicht Fisch. Sie ist kein Executor, wie der Schnappdrache zum Beispiel, sondern eigentlich eher jemand, der ne, einen Charakter mit Full HP insta-killt, ist aber momentan auf dieser Stufe nicht mehr möglich. Ich habe schon ewig keine wilde Satyrin mehr gesehen und die letzte, die ich gesehen habe, die hat versucht, meine nicht mal wirklich gut geskillten Orc-Mönch, mit ihrer aktivierbaren Fähigkeit quasi zu killen und hat ihm, obwohl er kein Schild drauf hatte, hat sie ihm quasi 30%, 40, 45% oder sowas abgezogen. Nee, das bringt es leider absolut nicht mehr. Die Kleine müsste gebufft werden, ansonsten sehe ich für sie auch erstmal keine weitere Zukunft. Tier 3 war leider auch Tier 2. Zauberdrache war Tier 3 und ist immer noch Tier 3. Aus bekannten Gründen. Das Einzige, was interessant ist, ist, dass er in seiner Purple-Fähigkeit quasi ausweichen hat, aber das rechtfertigt bei weitem keinen PvP-Einsatz oder ähnliches. Für mich immer noch Arschlecken. Zwergenbogenschützen brauchen wir gar nicht drüber reden. Tier 3. Und damit sind wir quasi auch mit Tier 3 durch. Tier 3 hat sich. Wie ihr festgestellt haben werdet, er hat es sich etwas gehäuft, ja. Mit den sagt es selber, hat es sich etwas gehäuft mit den Tier 3 Auftritten, weil dadurch, dass die Meta sich ein bisschen verändert hat, hat Purblue Folgendes erreicht, nämlich das, Moment, jawohl, geht. Nämlich das. Sie haben auf jeden Fall ein gutes Balancing eigentlich hinbekommen. Und zwar, wenn es auf die Vielfalt der Champions geht. Das heißt, mehr Champions sind in mehr Situationen einsetzbar als noch zum Datum der ersten Tierliste. Das Problem ist, dass sie das Ganze allerdings relativ einseitig gemacht haben oder zumindest halt einen Teil relativ gut ausgelassen haben. Der einzige APler, den man momentan gebrauchen kann, ist der Mondrachling. Und der Rest ist absolut unterirdisch. Ihr könnt selber schauen. Es gibt nirgendwo in den High-Rank-Listen irgendwo einen APler außer dem Mondrachling. Gibt es einfach nicht mehr. Ne? Und das heißt, die haben eine Support und AD sogar ein bisschen von den Tanks weg im Endeffekt. Ja? Support und AD-Meter. Tanks werden hier und da natürlich noch benutzt. Aber trotz allem. Ich sehe da nicht irgendwie in irgendeiner Weise irgendeine Bewandtnis dafür, so wofür man APler noch gebrauchen könnte. Klar, wenn es nichts anderes gibt, benutzt APler. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, da wird jeder auf AD umsteigen mit ein bisschen Support und eventuell einen Tank. So sieht es momentan aus. Und deswegen sind wir jetzt bei Tier 2. Und Tier 2 fängt an mit dem Berserker. Der war und ist immer noch auf Tier 2. Glaube ich, ja, genau. Berserker hat immer noch dieses unglaublich gute, starke Schild und mit seiner legendären Fähigkeit haben ihn manche sogar in PvP-Teams. Was ich ganz interessant finde, ist für viele Sachen zu gebrauchen.
Ne? Kann man im PvE, im PvP so ein bisschen gebrauchen, den Berserker. PvE, PvP, wie gesagt. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Berserker, guter Allrounder. Doppelgänger. Rotes Dumbo, was geht, Jung? Hat gemeint, der wäre nicht so gut und ja, man kann sich halt nicht aussuchen im PvP, wie und wen man eventuell klont, und damit hat er ja vollkommen recht. Aber so wie es aussieht, ich habe mir jetzt ein paar High-Level-Kämpfe angesehen und selber mal auf Low-Level-PvP mit ihm ein bisschen was gemacht, auf einem anderen Account. Und ich muss sagen, Jung, dass du dich da mal nicht täuscht. Wir können ja eine Wette am Laufen haben. Also ich sagte, der wird sich in den nächsten 2, 3 Wochen in den besten Listen dermaßen etablieren, dass die Korken knallen. Ich habe festgestellt, dass diese kleinen Buffs, die er dazu bekommt, ja, und die leichte Skillverbesserung durch die Erfahrung einen Unterschied machen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso das so ist, weil eigentlich die Zahlen relativ niedrig wirken. Aber ich kann dir eins sagen: Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann werden wir darüber reden, ob du recht hattest oder ich. Ich freue mich drauf, gell? Also für mich Doppelgänger, PvE, gute Möglichkeiten. Aber PvP glaube ich immer noch, Dumbo, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Egal ob random oder nicht, aber eigentlich schon fast unfassbar stark. Ich habe schon lange nicht mehr unfassbar gesagt, ne? Alles klar. Für mich trotzdem Tier 2, weil es im PvE eindeutig bessere Möglichkeiten gibt. Er stört quasi nur den Spielfluss. Mit seiner. Nee, ich muss mal so anwählen, welchen Helden ich so, ne? Demnach, toi, toi, toi. Doppelgänger Tier 2. Drachenlady. Aufgrund ihres Mars Front AoE Stunts und relativ beefy auch immer noch und natürlich ihrer Verfügbarkeit immer noch gut für jede Gelegenheit. Nicht der beste Tank bei weitem, aber durch den Stun eventuell auch. Ich habe auch wieder welche im PvP gesehen und gar nicht mal so unerfolgreich. Ne? Das heißt für mich immer noch all in all mehr oder weniger mittelguter Tank und natürlich am leichtesten zu bekommen. Deshalb könnt ihr da ruhig ein bisschen was investieren. Tier 2, Drachenlady. Frostriese. Da habe ich doch was Falsches gesagt. Der ist sogar auferstanden, nicht auferstanden, aufgestiegen quasi. Der war bei mir Tier 3 letztes Mal. Und durch seine Zähigkeit, ja, für das ganze Team im Endeffekt, ist er jetzt bei mir aufgestiegen. Natürlich kann man ihn für PvE-Content benutzen, weil er relativ vernünftigen AP-Schaden macht. Aber wofür er des Öfteren, wie ich mir vorstellen kann und auch links und rechts mal ein bisschen gesehen habe, wofür er benutzt wird, ist der Counter gegen die Medusa. Ihr wisst selber, vielleicht habt ihr das selber schon mal mitbekommen, wenn ihr gegen eine Medusa kämpft und die hat natürlich unglaublich viel Life und dann kriegst du auf die Fresse und die steht in der Frontrow. Das machen übrigens die meisten. Einfach keinen Tank benutzen, Medusa nach vorne, weil die hat einen Stun, der dauert. Alter, da könnte ich aufs Klo gehen, mir einen Kaffee machen und wiederkommen und die würden immer noch so da stehen, ja? Und das ist momentan, viele Leute benutzen das als Counter gegen Medusa-Teams. Dadurch finde ich nicht unbedingt, dass er jetzt viel besser geworden ist, aber durch diese eine Situation, der Medusa, das werdet ihr sehen, ist auf Tier 1 hochgegangen, ja? Durch diese eine spezielle Situation und dadurch, dass das ein Hard-Counter quasi gegen Medusa ist und einfach die Zeit des Stuns verringert, jetzt bei mir auf Tier 2 und durchaus manchmal nützlich. Nächste. Ist gleich geblieben. Geisterwolf, nicht der beste Supporter, nicht der schlechteste Supporter, um Gottes Willen. Eher im Doppelsupport relativ nützlich. Die Purpurhexe outdamaged sie immer noch gnadenlos. Im Doppelsupport allerdings relativ gut. Und wenn man natürlich keinen anderen Supporter hat und den zufällig, was heißt zufällig, das war glaube ich ein Anmeldechamp, als Supporter, besonders als Secondary Supporter, immer noch unglaublich gut. Okay? Hat ein paar interessante Kniffe, wie zum Beispiel Damage Redirect, ne, auf das Ziel mit der höchsten Panzerung oder natürlich Ultis negieren. Sehr, sehr geil. Trotz allem nur Tier 2, weil es bessere Varianten gibt. Glaubensheiler. Insbesondere jetzt beinahe, also noch ein
bisschen. Es gibt sogar Leute, die ihn jetzt schon auf High-Tier PvP benutzen, aber wahrscheinlich nur als Counter für gewisse, wie zum Beispiel den Ninja-Zwerg durch die Bezauberung. Das hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Ansonsten jetzt auch im Gildenkrieg sehr, sehr nützlich, aber natürlich noch lange kein Tier 1. Ist halt ein Heiler. Heiler kann man überall im PvP gebrauchen. Ne? Goblin Trio. Besonders wenn sie ihre aktivierbare Fähigkeit reinhauen und du plötzlich wieder, ne, was weiß ich, du, mir ist es schon passiert, ich kille das komplette Gegnerteam, Goblin Trio splittet sich als letzter Gegner, ich habe gedacht 1 gegen 1, dann 1 gegen 3, voll scheiße, ne, ist so wie wenn, das Goblin Trio sind bestimmt Albaner, jedes Mal, wenn ich von Albanern, mit Albanern Probleme hatte, waren es mindestens 3, übrigens nichts gegen die Albaner. War jetzt einfach mal so eine Anekdote. Die Griechen sind nicht viel besser. Geschweige denn die Deutschen oder sonst irgendjemand. Auf jeden Fall ja. Das albanische Goblin-Trio. What the fuck? Dann ist plötzlich wieder 1 gegen 3. Besonders im PvP relativ interessant. Hat sich noch nicht ganz nach oben. Nach oben quasi. Kämpfen können in der PvP-List. Aber macht auch vernünftigen Schaden. Kann man für PvE benutzen, wenn man nichts anderes hat. Durchaus möglich. Demnach bestens. Ja, Goblin Trio, Tier 2. Immer noch Tier 2, genauso wie er vorher war, der Djinn. Im PvE manchmal ganz interessant, nichts Besonderes. Und im PvE, im PvP meine ich, und im PvE hat er durchaus seine Bewandtnis, macht unglaublich viel Schaden, wenn man zum Beispiel in der Expedition den Djinni dabei hat und irgendeinen Heiler. Er kann dein ganzes Team in kürzester Zeit alleine auseinandernehmen. Expedition mit ihm super, super easy, allein deswegen Tier 2, aber lange kein Tier 1. Ja? Katapultritter ist aufgestiegen. Hab ich vor der legendären Fähigkeit auf Tier 3 gehabt. Jetzt auf Tier 2, warum? Nimmt einfach mal, macht mehr Schaden an Leuten, die Attack-Speed-Bonus haben. Was spielen viele Leute? Pupu, Hexe, Barbare. Leck mich am Arsch, ihr wisst wieso. Ist aufgestiegen auf Tier 2 sehr, sehr stark. Ich glaube, einer der wenigen AP-Charaktere, die überhaupt noch in Tier 2 oder Tier 1 sind. Ne? Katapultritter, durchaus approved. Dann hätten wir diesen netten Kerl, den kosmischen Elb. True Damage, klar. Nicht hundertprozentig Fleisch, nicht hundertprozentig Fisch, Tier 2 halt. Labiler Lehrling macht immer noch genug Burst, um auch unter den APlern mehr oder weniger eine gewisse Bewandtnis zu finden, insbesondere aber im PvE-Content. Im PvP-Content fällt er mir viel zu schnell. Ne? Demnach, warum eigentlich nicht? Ne? Tier 2 halt. Megatauch. Bringe ich gerade auf 5 Sterne, fehlt mir nicht mehr allzu viele, sieht 70 von 150 habe ich oder was auch immer. Megataure fällt mir manchmal etwas zu schnell. Ja, aber durch den Stun und seine Randomness mehr oder weniger in den Buffs, die er bekommt, kann er unter Umständen gar nicht down gehen und dann wiederum fällt er relativ schnell. Überraschungseffekt ist dabei. In bestimmten PvP-Teams ist er krass stark, richtig heftig stark, in manchen aber auch gar nicht. Und als Tank an sich, auch im PvP, ich würde wahrscheinlich für das Schild eher noch das Pferd benutzen und für den Damage. Besonders weil er halt AOE auf die Front Row geht, die süße Wilde, aber durchaus eine Alternative. Tier 2, Megataure. Mönch, Heiler, Schilde, Tier 2. Noch Fragen? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ah, Pferdchen ist gefallen. Hab's jetzt auf 5 Sterne. Und auf Orange. Orange plus 1 fehlt noch. Pferdchen ist allerdings gefallen. Das Einzige, was er jetzt mehr oder weniger noch bieten kann, ist das Schild und die Schilde fallen immer, immer schneller. Du brauchst inzwischen entweder CC oder den Damage oder was auch immer. Das Pferd wird nicht mehr benutzt und zwar eigentlich nirgendwo in keiner Combo mehr. Tankmeter ist sowieso momentan nicht wirklich. Demnach, na klar, für PvE immer noch machbar und wenn ihr keine andere Wahl habt, natürlich im PvP auch noch eine der besseren Varianten auf jeden Fall. Wenn ihr allerdings Top-Notch PvP Gameplay haben wollt, dann also Top-Notch ist das nicht. Na, nicht mehr. Leider, leider Gottes. Ich habe das Pferd echt gern gehabt. Rotbart! Guter Schaden, gewisser Random-Faktor, für PvP benutzbar, für PvE benutzbar, durchaus nicht schlecht. Aber,
noch Tier 2 im PvP wird sich noch zeigen, wie ich ihn einschätze, beziehungsweise was ich dann herausfinden werde über ihn. Ich habe ihn zwar jetzt auf Level 87, aber noch nicht wirklich ausgerüstet. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, der haut schon heftigen Damage raus. Aber auch nur unter gewissen Voraussetzungen. Dann aber wirklich. Aber dann so richtig, ja? Das heißt, Rotbart erstmal Tier 2, durchaus seine Verwendung. Schnappdrache. Auch mit seiner neuen Fähigkeit auf Legendär, da die Tankmeter noch nicht ansonsten wäre er wahrscheinlich mit der legendären Fähigkeit auf Tier 1 steigen, hätte auf jeden Fall steigen können. Ist er jetzt allerdings nicht, weil es werden einfach keine Tanks mehr benutzt. Und obendrein fällt er von den Tanks noch mit am schnellsten. Demnach denke ich, das ist wahrscheinlich der Grund, warum da nicht 100%. Also ich kann ihn auf keinen Fall auf Tier 1 setzen. Ansonsten hat er Damage over Time, der hat True Damage, der hat eigentlich relativ viel. Wenn er ein bisschen mehr aushalten würde und wenn die Meta ein bisschen shiftet, dann auf jeden Fall ein Tier 1 Kandidat. Da ist er. Seht ihr es? Mein Liebling. Skelettkönig, weg von Tier 1. PvP, absolut nichts mehr macht, nicht genug Schaden. Der Heal, den er macht, der Single Target, das bringt im Prinzip auch absolut nada niente. Nur wenn der Hirsch rauskommt, ist er, ne? Und inzwischen fällt er auch viel zu schnell. Ich muss euch leider sagen, für PvE ist der Skelettkönig wahrscheinlich immer noch so mit Top 3, auf jeden Fall beste Charaktere. Für PvE absolut uninteressant geworden. Leider, leider, leider. Trotz allem, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, ja, auf jeden Fall würde ich noch sagen, Top 15 PvP Champions ist er mit dabei, aber bei weitem keine Top 10 mehr, ja. Trotz allem, für PvP nimmt Expedition, wie heißt das andere Zeug hier? Bosskämpfe durch AOE, Feuerschaden, was auch immer das. Also, da könnt ihr nichts falsch machen. Und für manche PvP-Ereignisse, in eurem Secondary-Team macht er sich zum Beispiel wunderbar. Ja. Leider. Mir blutet das Herz, aber das ist nun mal so. Weiter geht's. Wir sind bei dem nächsten. Mein absoluter Lieblings-Adela. So viel Burst. So viel heftiger Burst. Leider jetzt auch auf Tier 2 gerutscht. Wieso? Die Meta. Die Meta. Er fällt viel zu schnell inzwischen. Man müsste eine Tankline vor ihm aufbauen. Das lohnt sich im Endeffekt nicht, weil er relativ häufig auch mit seiner Ulti verfehlt. Es gibt halt bessere Varianten jetzt. Ja? Er ist immer noch super bursty. Das heißt, er ist mit Sicherheit Top 5 der ADler, der AD Damage Champions, aber halt eben nicht mehr Top 3 und dann reicht es auch nicht mehr für Tier 1. Er wird im PvP, wurde er komplett ausgetauscht gegen einen von drei Champions, das werden wir uns dann gleich ansehen. Ja. Matt Schmerz, aber Spitze Rache, nicht. Staubteufel, Staubdrache, Staub, whatever. Hätte ich fast auf Tier 3 gesetzt, aber der Stun mit seiner neuen legendären Fähigkeit ist in manchen Punkten relativ hilfreich und natürlich dann den AOE-Damage, der noch da ist, den Damage over Time, den er dann noch verursacht. Also es gibt noch drei, vier oder fünf Varianten oder Möglichkeiten, ihn zu benutzen. Demnach, was will ich sagen? Noch gerade so Tier 2. Aber wenn, besser nicht. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, nimmt was anderes. Tollwutdrache. Habe ich mir nicht mal freigeschaltet. Tollwutdrache, ihr kennt das. Dieser Typ mit dieser Wahnsinns-Ulti, der sich totleecht und eure komplette Backrow einer nach der anderen zerfetzt. Hält nicht so lange, hält nicht mehr lang genug aus. Beziehungsweise auch seine Ulti dauert viel zu lange, um sie aufzuladen. Jetzt eventuell mit dem Zyklopenschaman und Mondrachling ganz interessant. Dann hat er aber nicht mehr genug Support, um vernünftigen AD-Damage machen zu können. Nicht ganz Fleisch, nicht Fisch, wie Expedition immer noch heftig stark. Also da denke, da kann man den uneingeschränkt benutzen, genauso wie natürlich für jeden PvE-Content, ne, wenn man ihn hat. Tier 2, leider für PvP nicht ganz so interessant, deswegen Tier 1 noch in weiter, weiter Ferne. Auch wenn er an sich echt ein fetter Charakter ist, so. Wie ich es gesagt habe, die Mischcharaktere, die fallen. Tier 1 leider nicht mehr. Unicorgi ist in kürzester Zeit tot. Manchmal im
manchmal, wenn ihr Gildenkrieg macht, die fetten Orks oder was auch immer das sind, die nach vorne laufen und alles dann, zwei Hits von dem und teilweise ist der schon tot. Also der hält auf, obwohl er ist Orange plus 1 und eigentlich gar nicht so. Ich meine, das sind 8600 Punkte, ne? So schlecht kann es nicht sein. Und ich habe auch andere gesehen. Ich habe mir mal einen ausgeliehen von einem aus der Gilde, der hatte knappe 9500 und da war es genau dasselbe, ne? Unikorgi leider, leider, leider zu weit vorne. Wenn sie ihn etwas anpassen würden, dass er vielleicht ein etwas, dass sein Auto-Attack etwas mehr Reach hätte. Er hat ja so ein Riesenhorn, mein Gott. Und dass er nicht direkt ganz, ganz nah dran an der Front Row vom Gegner stehen würde, dann dürfte er wahrscheinlich wieder in Tier 1 rutschen können. Ansonsten jetzt für PvE immer noch gigantisch. Super Heal, guter Damage. Seine Ulti könnte nochmal verbessert werden, weil die macht ja überhaupt keinen Schaden. Das ist echt widerwärtig. Ja, leider, leider jetzt auch Tier 2. Zombie-Knappe. Resurrect für Expedition, PvE wunderbar, teilweise auch für PvP. Natürlich, aber trotz allem, bessere Varianten sind immer da. Demnach Tier 2. Berserker waren wir am Anfang. Jawohl. Das heißt, wir sind durch mit Tier 2. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist die Crème de la Crème. Mit Crème de la Crème meine ich natürlich mich. Nein, ich meine natürlich Tier 1 und da fangen wir doch mal ganz klar an. Wir sind beim Bartbaren. Ja? Wir sind beim Bartbaren. Der Bartbare, seit Anbeginn, wie gesagt, wahrscheinlich der stärkste Champion im kompletten Game. Es gibt inzwischen auch Teams, die ohne Barbaren wunderbar funktionieren, aber das liegt daran, dass noch an, dass man einfach zwei bis drei Overpowered Champions jetzt momentan zusammenwürfelt und den nicht mehr hat, beziehungsweise nicht mehr braucht. Kann jetzt gut gecountert werden durch den Katapultritter, den allerdings wenig Leute auf ein so starkes Level bringen. Ich persönlich finde den Barbaren immer noch, ich würde sagen, ist immer noch der beste Charakter im ganzen Game. Ein unglaublicher Schaden und bringt andere dazu, unfassbar viel Schaden zu machen. Im PvP gibt es tatsächlich inzwischen jemanden, der eventuell mit einem Barbaren 1v1 mithalten könnte und das ist, und der wird hier auch noch auf der Liste vorkommen. Ansonsten, klar, er passt natürlich perfekt in die Meta, ja. AD macht unglaublich schnell unglaublich viel Schaden und die Ulti braucht nicht allzu lange zum Chargen. Perfekt. Barbare, Tier 1, haut alles rein, was geht. Elfenkönigin, da haben wir die Dreckschlampe. Entschuldigung. Nee, doch, ist eine Dreckschlampe. Die ist wahrscheinlich momentan der einzige Charakter. Wenn wir 1v1 Barbare gegen Elfenkönigin haben und die crittet, könnte es auch mal sein, dass sie den Barbaren einfach mal zerfetzt. Natürlich hat sie noch einen Decoy mit ihrem beschissenen Klon, das heißt, der Barbare muss unter Umständen beide killen, ja. Ergo hat sich eindeutig nach oben gemausert. Die hat einen Sustain, das ist ekelhaft. Und zwar ganz für sich alleine. Ja? Der Klon hat den Sustain von ihr, sie hat den Sustain, Life Leech ist noch dabei. Wenn man der noch ein paar Life Leech Runen oder sowas gibt, dann kriegt man die gar nicht mehr down. Ist total ekelerregend, ist absolut furchtbar. Aber klar, ich farme sie mir auch gerade auf 5 Sterne so langsam zusammen. Ich bin jetzt bei 61 von 150. Ist natürlich ein langer Weg, aber das lohnt sich auf jeden Fall und macht auf jeden Fall ihre Legendary Quest. Das ist gigantisch, was die sich leecht, ja? Und levelt sie auf, nicht vergessen. Auf jeden Fall Tier 1. PvP gigantisch, PvE gigantisch, was will man mehr? Was man mehr will, vielleicht die scheiß Hydra. Hydra durch ihre legendäre Fähigkeit jetzt in so gut wie jedem erfolgreichen PvP-Team. Macht Damage over Time, aber der in so kurzer Zeit so heftig klingelt, da kippst du um Keule. Und vor allen Dingen, wenn ihre Ulti einen gekillt hat, dann snowballt das Ding und dann geht's nur noch dack, 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 überall kommen die scheiß Schlangenköpfe runter und da wirst du irre. In kürzester Zeit hat sie auch ein komplettes Team auseinandergenommen. Hydra momentan für so ziemlich alles zu gebrauchen. Plus Damage Overtime, auch noch Boss-Effekte. Was willst du mehr? Hydra, bitte aufleveln. Ich hab sie auch nicht auf 5 Sternen und ich hab sie nur auf Violett plus 4. King Kaiju. Stück Scheiße. Nicht mehr ganz auf den ersten 10 Plätzen der Kampfgruppen zu finden, weil es andere Varianten gibt. Aber kurz danach auf jeden Fall. Nebenbei macht er im PvE-Content auch alles zunichte. Sobald er einmal in seiner Ulti ist, insbesondere mit Zyklopenschamanen, habe ich ausprobiert. Ein absoluter Knaller. Mach das.
Mach das. Der hat permanent Zyklopenschamane und übrigens ist King Kaiju ist doch AP, ne? Ja, dann ist das der einzige wirklich noch gut funktionierende AP-Champion. Sobald der genug Energie hat und sobald er so schnell, also sobald er seine Ulti usen kann, ist alles tot. Ein bisschen beschützen und alles ist gut, ne? King Kaiju, krasser Typ. PvE, PvP, haut alles rein, was geht. Ich hab ihn nicht mal auf dem Account. Voll schwul. No homo und nichts gegen Homos. Ach, was soll's. Okay. Medusa, auch aufgestiegen, war natürlich Tier 2 durch die neue Meta Tier 1. Ist jetzt der neue Trend-Tank, mehr oder weniger. Was ich damit sagen will, sollte euch ganz klar sein. Sie steht vorne, kriegt auf die Fresse, von hinten wird Damage gemacht, sie zündet ihre Ulti. Das ganze gegnerische Team ist für 5 Sekunden komplett außer Gefecht gesetzt und stirbt. Nein, es freest nicht. Ich weiß nur nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist unglaublich. Das ist ein broken Aspekt des Games, ja? Ihr müsst das richtig verstehen. Ein Nicht-Tank wird zum Tank deklariert. Und macht auch noch so viel CC, dass man kotzen könnte. Nebenbei macht sie auch ein bisschen Schaden. Eigentlich glaube ich nicht, dass das so intended ist, aber. Im Großen und Ganzen momentan halt, wie gesagt, wahrscheinlich deswegen auch Tier 1, einer der besten Champions. Benutzt ihn für was ihr wollt. Medusa, absolut krass. Meisterdieb. Ein zweischneidiges Schwert. Warum zum Geier? Ich sag euch auch wieso. Aber nur auf einer Seite zweischneidig. Ganz komisch. Ihr werdet gleich verstehen, wieso. Sie nutzt immer dem Team. Der Buffclaw ist gigantisch. Gerade im PvP so unglaublich stark, dass sie jetzt in jedem oder zumindest in, sagen wir mal, 60% der Top-PvP-Teams zu finden ist. Ja? Und wenn nicht, dann wahrscheinlich nur, weil die anderen sie noch nicht hochgelevelt haben. Absolut krasser Charakter. Die Debuffs sind so heftig, dass sie ein ganzes gegnerisches Team quasi aus ihrem Kit, aus ihrem Setup schmeißen und die überhaupt gar keinen Plan mehr haben. Beim Damage ist es so. Wenn die anfängt zu snowballen und mit ihrer aktivierbaren Fähigkeit irgendwas killt oder wenn sie auch die richtige auswählt, ja, boah, dann haut die das Doppelte raus wie teilweise der Barbare. Und das in kürzester Zeit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war so heftig. Ich hatte Games teilweise, also ich würde sagen, in gut 50% der Games haut sie doppelt so viel Schaden raus wie der Rest. Aber in den anderen so gut wie gar nicht. Also so gut wie gar nichts. Und damit meine ich so gut wie gar nichts. Ist ein bisschen Hit and Miss, aber trotzdem wegen den Debuffs so dermaßen empfehlenswert. Mua! Gigantisch. Krasse Tussi. Mondrachling. Es gibt einige in der Tierliste. Hydra. Also im Tier 1. Hydra. Medusa. Elfenkönigin zum Beispiel. Die auf Skillkraft einige Skills und Spells haben. Findet man in 80% momentan der Top-PvP-Teams den Mondrachling. Für PvE trotzdem zwar seine aktivierbare nicht mehr unglaublich, also macht nicht so dermaßen heftigen Burst-Damage, macht keinen APler mehr, aber dadurch, dass er jetzt permanent Energie dazu gibt, permanent, ja, besonders zusammen mit dem Zyklopenschamanen eine absolute Macht, spielt Mondrachling, kannst du momentan bei allen benutzen, ist so krass im PvP und besonders in manchen, in diversen Setups, unschlagbar. Ne? Mondrachling gigantisch. Ich bereue, dass ich ihn damals nicht gleich auf 5 Sterne gebracht habe. Jetzt muss ich die Scheiße farmen. Ninja-Zwerg. Ninja-Zwerg ist jetzt durch seine legendäre Fähigkeit um einiges tankier. Ja, also der ist inzwischen so dermaßen tanky, dass er tatsächlich ein oder zwei Ultis von sich selber überleben kann. Und darum ging es. Der Ninja-Zwerg hat einen Damage-Output, dass man kotzen könnte. Und jetzt hat er auch noch die Zeit, beziehungsweise die Stats, um das Ganze auch ein bisschen länger als nur 2 Sekunden machen zu können. Demnach, Ninja-Zwerg jetzt stellt es die Leute werden zufrieden, genau wie Barbare, Ninja-Zwerg, Elfenkönigin. Das sind Dinge, die könnt ihr in die Gilden-Jobbörse stellen und jeder ist zufrieden. Ja? Damit lässt sich Krypta leicht machen. Auf jeden Fall, Ninja-Zwerg, leicht zu farmen. Alles, was man sich wünscht. Alles, was man sich wünscht. Ninja-Zwerg, gigantisch. Auch wenn ich persönlich ungern mit dem spiele, muss ich sagen, ist seine Stärke gegenüber den anderen Champions nicht zu unterschätzen und auch nicht zu verleugnen. Purpurhexe, brauchen wir nicht diskutieren.
Immer noch dasselbe wie früher, immer noch der beste Supporter. Jetzt aber, wobei der Mondrachling tatsächlich ein bisschen Konkurrenz macht, einer der besten beiden. Also Top 2 Supports auf jeden Fall. Wenn man AD Champions mit viel Attack Damage, mit Barbare etc. spielt, dann hau die Purpurhexe rein. Gibt nochmal ein bisschen Critique. Und warum ist das Bild so klein? Für mich der beste Tank im Spiel, macht heftig viel Damage. Und wenn man noch einen Tank sieht, irgendwo, ja, dann ist es die süße Wilde in der Front Row, weil sie halt eigentlich Schaden macht wie ein Adela. Demnach, da könnt ihr genauso wenig falsch machen. Farmt die süße Wilde, spielt sie PvE, PvP, was auch immer. Absolut wahnsinnig stark. Und mein neuer Stolz, 10.156 Kraft, 5 Sterne, Orange plus 1 Zyklopenschamane. Fuck you. Ein krasser Charakter. Zusammen mit dem Mondrachling hat man im Nu seine Ultis ready. Es ist unglaublich. Er macht zwar gar keinen Schaden, aber darum geht es überhaupt nicht. Der supportet das Team wie ein großer. Wenn er nicht stirbt, und darauf müsste man ein bisschen achten, auch in seiner Combo. Das heißt, viele spielen zum Beispiel Sachen wie Medusa vorne mit ein bisschen Elfenkönigin oder Hydra und er halt dahinter, bis die drei tot sind. Bei dem Sustain, den sie haben, kann Mondrachling plus zum Beispiel Zyklopenschamane so dermaßen viel Energie recken, dass die Ultis von den Damage-Dealern quasi vorne permanent ready sind. Zyklopenschamane, eine Liebe, Ego-Boost und Schamane. Schamane. Das war's. Das waren die Tierlists. Und das ist mein Gesicht. Zum Schluss machen wir jetzt nochmal Folgendes. Wir blenden nochmal die komplette Liste ein. Ihr könnt euch davon quasi einen Screenshot machen oder was auch immer. Das ist mir im Prinzip Latz. Hauptsache, es ist für euch da. Also, wir haben eine Sache noch, den Krakenlord. Der ist leider unbekannt. Ich habe noch nicht viele. Also ich weiß, dass er teilweise richtig auf die Fresse geben kann, aber ich habe absolut keine Erfahrung mit ihm. Den werden wir das nächste Mal mit reinnehmen in die Tierliste, sobald ich mich ein bisschen besser mit ihm auskenne. Ansonsten. Also, Tier 1, das ist das Einzige, was zählt. Also holt euch auf jeden Fall Zyklopenschamane, Purpurhexe, Barbare, Hydra, Süße Wilde, König Kaiju, Medusa, Elfenkönigin, Ninja Zwerg, Mondrachling und Meister Dieb. Ansonsten, ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wie gesagt, wir haben heute den 24.08.2016. Das Video ist mal wieder viel zu lang geworden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dass die Lags nicht zu störend sind. Ich bin immer noch dabei herauszufinden, wie ich dachte beim letzten Mal. Ich habe es herausgefunden, aber es war dann tatsächlich nicht so. Es liegt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich probiere alles, was geht. Ich habe eine Titan hier drinne, grafikkartentechnisch, und einen i7 der dritten Generation. Ich habe 16 GB vernünftigen Arbeitsspeicher. Das heißt, irgendjemand hatte geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, dass ich mir einen neuen Rechner holen soll. Glaub mir, daran liegt es nicht. Der Rechner ist gar nicht so alt, ne? Und Setup-technisch im Prinzip auch nicht. Es muss irgendwo ein Konflikt bestehen und ich versuche weiterhin dran zu arbeiten. Bis ich das hingekriegt habe, ihr Lieben. Hoffe ich, dass euch das, so wie ich quasi jetzt neu die Videos aufziehe, dass euch das Ganze gefällt. Wenn nicht, dann fickt euch nein. Moment. Warum stockt das jetzt? Ich wollte sagen, dass ihr euch ficken sollt, wenn es euch nicht gefällt. Aber nein, natürlich fickt euch nicht. Sagt mir Bescheid, ob es zu viel ist, ob es zu wenig ist, ob euch das so besser passt. Ansonsten, wie immer. Freue ich mich aufs nächste Video, was heute noch sein wird. Dann nehmen wir drei wunderschöne Aufstellungen für die PvP-Arena, für die Kampfgrube in Augenschein. Und bis dahin sage ich diesmal gar nichts, sondern freue mich einfach auf gleich. Peace.